Ich will doch nur reden, Kerl. Warum? Weil er das gesagt hat? Es geht nicht immer nur um ihn. Rede mit mir. Wir sind als Kinder oft bei denselben Rennen angetreten und natürlich lief es für einen von uns immer besser. Und dann, auf dem Heimweg, war der eine natürlich glücklich und der andere war am Boden zerstört. Es gab nichts dazwischen. Es war wirklich unmöglich, dass wir beide zur gleichen Zeit glücklich waren. Und es ist irgendwie immer noch genau gleich. Ach komm, es ist mein Job, mit allen zu sprechen, Kelly. Ja, und wer hat dir den Job gegeben? Warum bist du so? Du bist ja nicht mal auf mich sauer. Tja, vielleicht ja doch. Wirklich? Ernsthaft? Wir waren Kinder, Kelly. Du hast mich im Stich gelassen. Komm schon, was hätte ich sagen sollen? Oh, vielen Dank, Dad, dass du immer so in meine Karriere investierst. Aber ich muss leider ablehnen, damit wir Kellys Gefühle nicht verletzen? Natürlich nicht. Was dann? Er musste sich nicht entscheiden, Devin. Er hatte wirklich genug Geld, um uns beide zu unterstützen. Ich wollte doch nur, dass du mir hilfst. Er hat nie auf mich gehört. Immer nur auf dich. Wir waren jung. Ja. Aber jetzt sind wir erwachsen. Ja. Tja. Falls es dich tröstet, ich bin kein großer Konkurrent mehr. Das warst du nie. Tut mir leid, Kelly. Alles. Du warst immer schneller als ich. So, da hast du's. Netter Versuch. Es stimmt. Haben Sie das ernst gemeint? Natürlich nicht. Schneller als ich. Nein, 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 nein. Das war sie nie. Das hätte sie gern. Nein. Aber in einer Sache hatte mein Vater immer recht. Und zwar, dass manchmal die Leute hören sollen, was sie hören wollen. Nicht wahr? Mom! Kelly, ich lese immer mehr über diese Finanzierungsprobleme. Es ist erst dann ein Problem, wenn wir nicht den 5. Platz erreichen. Was hältst du davon? Das kann er doch nicht ernst meinen, oder? Es waren doch erst 2 Saisons und Connersport ist bestimmt nicht das schlechteste Team. Du kannst wirklich gut mit Worten umgehen, Mom. Was sagt dein Vater dazu? Keine Ahnung. Du hast noch nicht mit ihm gesprochen? Das kannst du bestimmt nachvollziehen. Ja, aber ich muss auch nicht mit ihm arbeiten. Du musst ihn nicht mögen, aber du solltest wirklich mit ihm reden. Du klingst wie Devin. Vielleicht hat Devin ja recht. Ja, danke, Mom. Ich muss jetzt los. Ich hab dich lieb. Tschüss. Klar, natürlich. Ja. Warum tust du das? Er war im Fahrerlager. Das war in Sao Paulo. Und ich, ich habe ihn zur Rede gestellt. Ich wollte einfach wissen, warum. Einen Moment bitte. Ich rufe zurück. Kelly, also dann können wir endlich mal sprechen. Warum tust du das? Tue ich was? Warum bist du so kalt und verbissen diesbezüglich? Damit sich die Investition lohnt, muss Connersport Racing eben erfolgreich sein. So ist das Geschäft. Das ist nicht alles, oder? Bitte was? Warum bin ich dann im Team, wenn es nur ums Geschäft geht? Und warum Devin?
Du kannst nicht die Familie da immer mit reinziehen und dann jedes Mal so tun, als sei alles nur geschäftlich. Das ist eine der bedeutendsten Investitionen, die ich je gemacht habe. Ich muss das Geschäftliche im Auge behalten, Kelly. Wer glaubst du denn, wird das erben, wenn ich nicht mehr bin? Na, Devin. Vermutlich. Ich habe jedenfalls kein Interesse daran. Das ist schon etwas komplexer, Kelly. Aber was gut für unser Geschäft ist, ist auch gut für die Familie. Und damit letztlich auch gut, vor allem für dich. Genau das hast du damals auch gesagt, dass du nicht wolltest, dass ich Rennen fahre. Das habe ich mit 12 schon nicht geglaubt, so wie jetzt auch. Ich verstehe einfach nicht, was du dir dabei denkst. Du drohst damit, meine Formel-1-Karriere zu beenden und tust so, als wäre es das Beste für mich. Du hast doch nicht die leiseste Ahnung, wie viel Geld ich in das Team gesteckt habe. Ah ja, darum geht es dir. War ja klar. Dir geht's nur ums Geld. Ich erwarte nicht von dir, dass du das verstehst. Nein, Dad. Ich erwarte das nicht von dir. Wie kannst du nur so unrealistisch sein? Hör zu. Nicht jeder ist für die Formel 1 gemacht. Und das weißt du. Wir sollen also Platz 5 holen? 5. 5. Safety Car in dieser Runde. Ich wiederhole, Safety Car in dieser Runde. Das ist unsere Chance. Okay. Bloß kein Druck. Okay, alles klar. Gemacht. Super überholt.
Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden.
Die letzte Runde läuft. Letzte Runde. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ein fantastisches Rennen. Werden wir Konnersport in der nächsten Saison wiedersehen, Stefan? Einige gehen ja nicht wirklich davon aus. Ich hoffe doch, Sascha, das tue ich wirklich. Sie waren mutig, sie sind Risiken eingegangen. Das war gut für den Sport. Ja, da hast du recht, die Saison ist nicht mehr lang. Hoffentlich können sie die Form bis zum Ende halten. Wir werden es bald herausfinden. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Das war heute eine starke Leistung, Kelly. Welche Rolle hat das Safety Car gespielt? Es geht nie wirklich um das Safety Car. In jedem Rennen gibt es Chancen, egal wie sie aussehen. Es kommt immer auf einen selbst an und ob man das Beste aus einer Situation machen kann. Ihre erste Formel-1-Saison nähert sich dem Ende. Sie haben hart gearbeitet. Aber gibt es jemanden, der Sie besonders beeinflusst hat? Ich muss Kasper für vieles danken. Er war in der letzten Saison der Formel 2 für mich da und er war derjenige, der für meinen Platz bei Konnersport gekämpft hat. Ohne ihn wäre ich vielleicht gar nicht hier. Also, danke, Kasper. Wie war es, so eng mit Ihrer Familie zusammenzuarbeiten? Das war eine Herausforderung. Wir haben alle unsere eigene Meinung. Familie ist nie einfach. Und das gilt besonders für meine. Es gibt Gerüchte, dass es Konnersport in der nächsten Saison nicht mehr geben wird. Können Sie das kommentieren? Das klingt nach einer Frage für unsere Investoren. Wir alle würden uns sicher über ein öffentliches Statement zu diesem Thema freuen. Vielen Dank. Danke.